Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute werden wir was richtig Cooles machen. Wir werden nämlich essbare Orbis herstellen. So sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Ich habe sie richtig toll eingefärbt in ganz vielen bunten Farben und man kann sie wirklich essen. Guten Appetit! Für unsere essbaren Orbis brauchen wir Tapioca-Perlen. Die gibt es im Asia-Shop. Die sehen so aus. Ihr kennt die vielleicht aus dem Bubble Tea. Das sind jetzt nur welche, die etwas größer sind. Sie bestehen hauptsächlich aus Stärke. Die sind jetzt schon vorgekocht. Deshalb brauchen die nur 5 Minuten Kochzeit. Also wenn ihr die zubereiten möchtet, fragt eure Eltern, ob ihr den Herd benutzen dürft. Ihr braucht dazu noch einen Topf und ein Nudelsieb, um dann die Tapioca-Perlen abzugießen. Anschließend wollen wir die Tapioca-Perlen einfärben. Dafür habe ich lilane, pinke und grüne Lebensmittelfarbe und Holzspatel, um dann die Lebensmittelfarbe in diese 3 Gläser hier einzurühren. Zum Schluss werden wir dann noch in die größere Glasschale unsere bunten Orbis zusammenschütten. So, das Wasser kocht jetzt. Ich gebe jetzt mal die Tapioca-Perlen hinein. Jetzt sieht man, wie die Tapioca-Perlen an die Wasseroberfläche steigen, wie so Tortellinis. Und jetzt werden wir die Hitze reduzieren, also so mittlere Hitze, und den Topf abdecken, sodass die Tapioca-Perlen nur noch vor sich hinziehen. Jetzt sind unsere Tapioca-Perlen fertig. Das Wasser ist immer noch so ein bisschen am Brodeln. Wenn ihr euch fragt, warum hier so ein paar bunte dazwischen sind, die waren ja schon vor eingefärbt. Nicht alle, aber ein paar. Und den Rest werde ich ja gleich noch mit der Lebensmittelfarbe einfärben. Ich habe gerade schon mal eine Tapioca-Perle probiert. Die schmecken irgendwie nach gar nichts. Und deshalb werde ich jetzt einfach nochmal Zucker hinzutun, damit die Tapioca-Perlen am Ende dann auch richtig schön süß schmecken. So, die Tapioca-Perlen sind fertig gekocht und jetzt geht's ans Färben. Ich fange mal hier mit Lila an. Und werde das hier jetzt einfach einrühren. Ich habe noch einen kleinen Schuss Wasser dazu getan, damit sich die Farbe auch besser verteilen lässt. Dann nehmen wir Rosa. Und Grün. Die Tapioca-Perlen lasse ich jetzt einfach noch 5 Minuten ungefähr in der Farbe ziehen und werde sie dann wieder durch ein Sieb geben und nochmal ordentlich mit kaltem Wasser abspülen, sodass die Farben nicht mehr an den Händen zurückbleiben. Und dann können wir auch schon unsere essbaren Orbis probieren. Das sind jetzt unsere fertigen essbaren Orbis-Perlen in ganz vielen verschiedenen Farbtönen. Wir haben hier Grün, Pink und Lila, aber da waren ja auch schon welche vorgefärbt und die habe ich ja zusätzlich eingefärbt und deshalb haben wir hier jetzt noch so goldbraune und dann noch etwas kräftigere lilane oder ganz dunkelgrüne. Die sehen richtig cool aus und man kann da einfach mit spielen, wie man möchte. Wenn die so ein bisschen klebrig sind, gebt einfach noch ein bisschen Wasser hinzu. Dann kleben die nicht so stark zusammen. Aber die fühlen sich echt genauso an wie die richtigen Orbis-Perlen. Ich werde die jetzt einfach mal probieren. Dafür nehme ich jetzt einen Löffel. Fast so, als wenn man Cornflakes essen würde. Ich nehme mal nicht so viele, vielleicht von jeder Farbe 1. Von der Konsistenz ziemlich gelupschig, ein bisschen so wie so ganz kleine Kartoffelklöße. Schmecken aber sehr süß, dadurch, dass ich noch ein bisschen Zucker dazu gegeben habe. Und ich finde, von den Farben her sehen sie richtig toll aus. Wenn ihr mein Rezept ausprobieren wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gelungen ist und vielleicht, welche Geschmacksrichtung ihr genommen habt. Ihr könnt natürlich auch gerne Aromen verwenden. Ich habe einfach nur Zucker genommen, damit es schön süß schmeckt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss! Freunde, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man einen ultimativen Schleim herstellen kann mit einem einfachen Rezept. Wie ihr sehen könnt, ist das das Endresultat. Also bleibt dran und schaut euch an, wie ich das Ganze gemacht habe. Des Weiteren muss ich aber schon mal vorab sagen, bei diesem Rezept wäre es nicht schlecht, wenn auch ein Erwachsener dabei ist, denn wir müssen für eine kurze Zeit an den Herd. So viel dazu, aber ich will nicht zu viel verraten. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Bis später! Schritt Nummer 1. Wir benötigen einmal 50 ml Wasser,
und einmal unseren Gebissreiniger, den wir hier haben. Davon nehmen wir einen Tab raus und wir vermischen das Ganze mit unserem lauwarmen Wasser und warten, bis sich das Ganze aufgelöst hat. Wir können auch ein bisschen nachhelfen, indem wir da ein bisschen noch umrühren. Aber ich warte jetzt hier mal ein bisschen. Und in der Zeit, wo sich das Ganze auflöst, machen wir mit Schritt Nummer 2 weiter. Schritt Nummer 2, wir nehmen einmal unser 120 Milliliter Wasser und nehmen einen Teelöffel von unserem Johannesbrotkernmehl und verrühren das Ganze mit einem Schneebesen. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr nach diesem Johannesbrotkernmehl suchen solltet, guckt mal in der Bioabteilung nach, dort findet ihr es nämlich. Ich habe nämlich sehr lange gesucht und bin mindestens eine halbe Stunde lang im Laden hin und her gelaufen, bis ich dann mir gedacht habe, warum fragst du nicht jemanden? So, wir verrühren das so lange, bis keine Knoten mehr da sind. Das sieht doch ganz gut aus. Das sollte funktionieren. Schritt Nummer 3, die Masse, die wir angerührt haben, kommt jetzt in den Topf rein und erwärmen das Ganze. Wichtig ist, das Ganze darf nicht kochen, es soll nur erwärmt werden. Hierbei ist wichtig zu sagen, Kinder, wenn ihr nicht alt genug seid, um das Ganze alleine zu machen, bitte fragt eure Eltern, ob die euch helfen. Macht es auf jeden Fall nicht alleine. Des Weiteren kann ich euch als Tipp geben, wenn ihr ein Thermostat habt, bei 80 Grad soll das Ganze am besten kochen, in Klammern, beziehungsweise erwärmt werden. Wenn das die Temperatur erreicht hat, nehmen wir dann unsere Gebissreinigung, was wir hier angemischt haben, und verrühren das Ganze damit. So langsam habe ich die Temperatur erreicht. Wir vermischen das Ganze hier mit unserem Gebissreiniger. Ich habe es auch vorsichtshalber schon mal runtergestellt. Wir haben jetzt schon eine sehr schleimige Konsistenz durch diesen Johannesbrotkernmehl. Hier haben wir unsere Masse schon mal. Also sieht schon mal sehr schleimig aus, ist aber noch relativ flüssig. Ich kann nur sagen, es wird ein wenig dauern, bis es die richtige Konsistenz erwischt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es um die 8 bis 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stunden dauern wird, bis das Ganze hier fest wird. Also habt ein bisschen Geduld. Ich werde das Ganze noch ab und zu ein bisschen umrühren, ab und zu mal wieder durchkneten lassen und dann hoffe ich, dass das Ganze dann fester wird. So, um das Ganze abzukühlen, werde ich das Ganze auch in meine Rührschüssel reinkippen und das dann für ein paar Stunden ruhen lassen. Wenn es was Neues geben sollte, halte ich euch auf dem Laufenden. So, ich habe das jetzt Ganze abgegossen. Und bei Bedarf habe ich jetzt auch nochmal Lebensmittelfarbe reingetan. Also hier habe ich wieder mich für die Farbe Blau entschieden, damit wir einen bunten eine Schleimmasse kriegen. Hier verrühre ich das Ganze nochmal. Also sie sieht schon mal sehr, sehr fancy aus. Finde ich schon mal sehr gut. Hier, wie ihr schon sehen könnt, also es geht in die richtige Richtung mit der Schleimmasse. Das Ganze ist noch sehr, sehr warm. Was mir jetzt spontan einfallen würde, man kann auf jeden Fall noch ein paar Glitzereffekte reintun, Glitzerkleber, je nachdem. Aber erstmal zeige ich euch diese Basics und dann nach und nach können wir ja gucken, ob ich in den nächsten Videos dann mehr solcher Sachen reintue, vielleicht mehr mit Farben mische, mehr mit Gegenständen. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ich sowas machen soll. Aber erstmal in diesem Video geht es um die Basics. Hat auch ein bisschen was von Zahnpasta, muss ich sagen. So, ich lasse das Ganze kühlen und dann hoffe ich, dass wir eine sehr schöne, klebrige Schleimmasse kriegen werden. So, meine Freunde, ich habe es jetzt über Abend stehen lassen oder über Nacht stehen lassen und hier ist das Ergebnis. Also es ist ein wenig fester geworden, aber auch nicht viel mehr, muss ich sagen. Also die Schleimkonsistenz ist sehr gut, ist hervorragend. Aber ich würde es nicht ohne Gummihandschuhe anfassen, da es noch sehr glibbrig und flüssig ist. Also es klebt noch sehr gut an den Händen. Da habe ich wohl anscheinend zu viel Wasser genommen. Freunde, was meint ihr? Soll ich ein zweites Video machen mit dem gleichen Rezept, aber mit weniger Wasser und eventuell mit mehr Glitzer rein und mit mehr Farbe? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare und lasst es mich wissen. Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Rezept. Also das war echt simpel, muss ich sagen. Und das Ergebnis ist wunderbar. Also guck mal, wie schleimig das hier ist. Freunde, ich würde sagen,
Schreibt in die Kommentare, wie gesagt, und gebt uns einen Daumen nach oben dafür, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr uns natürlich einen Daumen nach unten geben. Sonst für weitere Videos einfach kostenlos unseren Kanal abonnieren. Einfach unten links draufklicken, falls ihr es noch nicht getan habt. Sonst wünsche ich euch viel Spaß mit den anderen Videos. Und dann sehen wir uns auch in den nächsten Tagen wieder. Bis dann. Tschüss. Ich habe mir überlegt, die Farben sind so cool. Ich versuche mal daraus Regenbogenschleim zu machen. Ich nehme mir von jedem so ein bisschen und werde das Ganze zusammenfügen. Mal schauen, wie es wird. Also, ich habe auf jeden Fall Rot, Orange, Gelb. Ich habe hier so ein, ja, so ein etwas matteres Gelb und Grün. Blau ist leider nicht dabei. Aber, naja, blaue Früchte außer Blaubeeren sind ja auch nicht ganz so einfach zu finden. Vielleicht habt ihr schon mein erstes Video mit dem Schleim gesehen, wo ich ihn aufgepustet habe. Auch immer super witzig. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, ich starte mit Rot. Erste Regenbogenfarbe. Und nehme mir hier so ein kleines Stückchen raus. Direkt wieder zumachen. Dann kommt Orange. Gelb natürlich. Der zweite Gelbton. Kiwigrün. Die Farbe ist so cool. Einmal durchrücken. Grün. Und lila. Alle Farben da. Und ich knete sie jetzt alle so ein bisschen an. Und ihr seht, ich mache solche Schlangen draus. Nummer 1. Schlange Nummer 2. Na, der zerbröselt mir hier. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ein bisschen fester als die anderen sogar noch. Interessant, wie sie sich wirklich auch von der Konsistenz her unterscheiden. So, ich habe jetzt hier meine 6 Schlangen und ich rolle sie jetzt alle aufeinander. Ein bisschen verdrehen. Und hier zeigen sich jetzt wirklich richtig coole Farbeffekte. Von Gelb über Grün, Rot. Auch das Lila kann man noch ein bisschen erkennen. Sehr, sehr witzig. Hier auch super cool. Und mega schleimig. Also richtig cooler, bunter Schleim. Ich hoffe, ihr könnt die verschiedenen Farben gut erkennen. So durchsichtig mit den verschiedenen Farben, die richtig schön schimmern. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!
Heute gibt es Regenbogenschleim. Dafür habe ich hier schon mal die Lebensmittelfarben bereitgestellt. Das Ganze wird super fluffig. Ich mache es wieder mit Bilou, daher riecht es auch super schön nach Kirsche. Und als Grundlage benutze ich hier den Kleber, den habe ich bei Teddy gekauft. Dann benutze ich kein Waschmittel, sondern Kontaktlinsenflüssigkeit und ein kleines bisschen Natron. Das bekommt ihr alles im Supermarkt. Die Aufbewahrungsdöschen da hinten habe ich auch von Teddy. Und ich habe hier noch eine Schüssel und ein Holzstäbchen zum Rühren. Und los geht's. Im ersten Schritt gebe ich erstmal reichlich Kleber hier in meine Schüssel. Da kommt er schon. Das sind jeweils 100 Gramm. Insgesamt 200 aus beiden Packungen. Dazu gebe ich eine gute Prise Natron. Das ist so weißes Pulver, sieht so ein bisschen aus wie Salz oder Zucker. Und unterrühren. Darauf dann Bilou. Ah, da muss ich auf jeden Fall nochmal schütteln. Und dann unterrühren. Ihr seht, ich habe so viel Bilou genommen, dass die Oberfläche gut bedeckt ist. Und rühren, rühren, rühren. Nach ein paar Minuten ist es dann so eine relativ feste Creme geworden. Also deutlich fester als der Duschschaum selbst. Und jetzt kommt die Kontaktlinsenflüssigkeit dazu. Erstmal einen großen Spritzer dazugeben und auch wieder unterrühren. Ihr seht, die Konsistenz ändert sich sofort. Der Schleim hat jetzt eine mega gute Konsistenz. Ich nehme ihn jetzt mal raus und knete ihn ein bisschen weiter. Es dauert dann immer noch ein bisschen, bis er tatsächlich aufhört, an den Fingern zu kleben. Nach ein paar weiteren Minuten habe ich den Schleim dann so weit geknetet, dass er tatsächlich nicht mehr klebt und sich von den Fingern sauber ablöst und auch vom Tisch. Jetzt teile ich ihn in 6 gleich große Teile und gebe ihn in die Boxen. Dafür ziehe ich ihn einfach auseinander. So, Hälfte. Und die Hälften werden jetzt jeweils gedrittelt. Nummer 1. Und hieraus werden 2 gleich große Bällchen. So. Nicht, dass die sich hier wieder zusammentun. Ihr seht, man kann ihn zerreißen, aber man kann ihn auch problemlos wieder zusammenfügen. Und jetzt kommen die Boxen dazu. Die kleinen Becherchen sind dann alle gefüllt. Eins habe ich schon wieder ausgekippt. Und da gebe ich jetzt ein kleines bisschen rote Lebensmittelfarbe zu, damit sich die Farben an meinen Fingern nicht mischen, habe ich einmal die Handschuhe angezogen. Und ruckzuck ist der weiße Schleim dann rosarot geworden. Und ihr seht, die Farbe bleibt auch nicht mehr an den Händen hängen. Ich gebe ihn jetzt zurück in seine Box zur Aufbewahrung und kümmere mich um die anderen Farben. Und ganz schnell habe ich dann hier meine 6 Regenbogenfarben zusammen. Ich zeige sie euch natürlich alle nochmal. Hier ist einmal lila. Dazu kommt dann blau. Grün. Gelb. Orange. Orange habe ich übrigens aus Gelb und Rot zusammengemixt, ist aber richtig cool geworden als Farbton.
Natürlich kann man die jetzt auch noch untereinander mischen oder zusammenfügen. Ihr seht, sie kleben auch direkt aneinander. Aber ich behalte sie jetzt erstmal einzeln. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr sehen möchtet, wie ich die alle vermische. Und mal schauen, was dann passiert. Wahrscheinlich, vielleicht weiß ja jemand von euch, was für eine Farbe dann entsteht. Also schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, was mit dem Schleim weiter passieren soll. Also ich bin total begeistert, die Konsistenz ist richtig super geworden. Er klebt nicht an den Fingern, er klebt nicht am Tisch. Super cool. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss! Heute werden wir gemeinsam Nutella-Schleim machen. Der fließt hier schon fleißig aus dem Glas raus. Wie ich das gemacht habe und alles, was ihr dafür braucht, das seht ihr jetzt. Für unseren Nutella-Schleim brauchen wir eine Schale und einen Löffel, um das Ganze zu verrühren. Außerdem habe ich hier ein winziges Nutella-Gläschen. Da werde ich dann meinen Nutella-Schleim hineinfüllen. Ich habe hier noch Bastelkleber, Kontaktlinsenlösung, Rasierschaum, etwas Natron und Lebensmittelfarbe in Rot, Gelb und Blau. Daraus werde ich dann den Nutella-Farbton mischen. Zuerst füllen wir Klebstoff in unsere Schale. Dann bedecke ich das Ganze mit Rasierschaum. Und versuche nun aus der roten, der blauen und der gelben Lebensmittelfarbe einen richtig schönen Nutella-Braun zu kreieren. So, rot habe ich jetzt schon verrührt, jetzt kommt blau. So sieht das Ganze jetzt aus. Man muss wirklich schauen, dass das ein richtiges Nutella-Braun wird. Ich finde das Ganze jetzt noch ein bisschen zu hell und hier ist vor allem auch noch rote Lebensmittelfarbe, die noch gar nicht richtig vermischt ist. Gelb und blau ist auch schon drin und ich denke, ich werde noch ein bisschen schwarz oder so dazu tun, damit das Ganze noch ein bisschen dunkler wird. Das ist jetzt also mein Nutella-Farbton. Besser habe ich es jetzt wirklich nicht hinbekommen, hat schon einige Zeit gedauert. Ich tue jetzt noch eine Prise Natron hinzu. Verrühre das Ganze gut. Und dann kommt jetzt unsere Kontaktlinsenlösung dazu. Da gebe ich jetzt einfach einen guten Schuss hinein. Und schau mal, ob das ausreichend war. Man merkt schon, dass es ein bisschen dicker wird. Jetzt zieht unser Schleim richtig Fäden und fließt sogar. Ich finde, er hat jetzt so einen kleinen lila Metallic-Stich bekommen. Aber sieht trotzdem super cool aus. Ich werde jetzt den Schleim direkt in mein kleines Nutella-Glas füllen. Und dann ist der selbstgemachte Nutella-Schleim auch schon fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Kommt ja nicht auf die Idee, diesen Nutella-Schleim zu essen. Ich finde, jetzt wirkt das Ganze wirklich so wie Tinte oder so. Also nicht essen, das ist nicht essbar, da ist Klebstoff drin und so weiter. Nichts, was man essen kann. Vielleicht so als Prank, aber auf gar keinen Fall aufs Brot schmieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Ich gucke jetzt hier weiter zu, wie der Nutella-Schleim rausfließt und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao! Heute gibt es super coolen schwarzen Schleim und für den braucht ihr nur 3 Zutaten. Ganz, ganz einfach selber zu machen und auch super günstig. Und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt und natürlich auch, wie es funktioniert. Für den schwarzen Schleim braucht ihr nur 3 Zutaten. Und als erstes habe ich hier die Aktivkohle Peel-Off-Maske von Rossmann. Und die ist super günstig. Ich habe dafür 29 Cent bezahlt pro Päckchen. Und das sind immer so Doppelpacks. 2 × 8 ml. Also insgesamt ist 16 ml drin. Und die öffne ich jetzt alle mal. Und zwar nehme ich dafür direkt die Schere. Zusätzlich habe ich hier noch Kontaktlinsenflüssigkeit, die ist auch von Rossmann, und Kaisernatron.
beide Päckchen aufgeschnitten und hier kommt die schwarze Maske. Fast 50 Milliliter schwarze Peel-Off-Maske ist jetzt schon mal hier drin und es sieht schon ziemlich spooky aus, finde ich. Ich gebe jetzt eine Prise vom Kaisernatron dazu. 1 ein bisschen was drauf rieseln lassen. Seht ihr hier? Und gut einrühren. Zum Rühren benutze ich hier übrigens so einen Eisstiel, aber ihr könnt natürlich auch ganz einfach einen Löffel benutzen. So, gut eingerührt. Und jetzt kommt die Kontaktlinsenflüssigkeit dazu. Erstmal einen guten Spritzer reingeben und rühren. Ihr seht schon, die Konsistenz ändert sich direkt. Mit der Zeit wird das Ganze immer fester und zieht immer mehr Fäden. Wenn es bei euch ein bisschen dauert, könnt ihr durchaus auch noch ein bisschen mehr von der Kontaktlinsenflüssigkeit dazugeben. Und ich hole den Schleim jetzt hier mal aus meiner Schüssel raus und knete ihn mit der Hand noch ein bisschen durch. Ich habe mir jetzt auch noch die Reste hier aus der Schüssel zusammengesammelt und zu meinem Schleim dazugegeben. Und so sieht er jetzt fertig aus. Er klebt nicht mehr an den Fingern und auch nicht am Tisch. Es ist immer so eine gewisse Zeit, die man das Ganze kneten muss, bevor er dann wirklich fertig ist. Und er ist wirklich richtig cool geworden. Er schimmert richtig schön und ist wirklich total dunkel. Super Schleim und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Bei uns findet ihr natürlich viele weitere coole Schleimvideos und andere DIY-Ideen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss! Ich habe hier wieder die Schmelzknete bzw. das Schmelzknete-Einhorn. Das ist so ein kleines Päckchen. Da ist Schmelzknete drin, also Knete, die verläuft in weiß. Und die habe ich ja schon einmal getestet mit dem Einhorn-Zubehör. Und viele von euch waren total begeistert von der Idee. Hier seht ihr die Augen, das Horn, hier ist der Schweif und auch die Mähne. Und ihr seht schon, ich habe hier Macarons, natürlich keine echten, sondern welche aus Plastik. Und hier ist auch Schleim drin. Und zwar super schöner, farbiger und durchsichtiger Schleim. Fühlt sich richtig cool an. Und heute werde ich versuchen, aus dem Macaron-Schleim Einhörner zu formen. Ist auch ziemlich viel, lässt sich schön reißen und ziehen. Wirklich eine coole Konsistenz. Total witzig. Und ich habe das Ganze hier nochmal in Pink und auch in Blau. Und aus dem Pinken, mit dem starte ich jetzt mal, wird jetzt als erstes ein Einhorn. Der ist auch ein bisschen weicher, merke ich gerade. Die Einhornform ist ja immer, seht ihr hier, die klassische Körper, Hals, Kopf. Und dann kommen die Augen, der Schweif und die Mähne dazu. Mal gucken, wie dieser Schleim hier hält. So, die Grundform steht schon mal. Sieht eher aus wie ein Schleimhäufchen. Ist natürlich doch etwas weniger als gedacht. So, Schweif ist drin und hält. Hier kommen die Augen. Und die Mähne. Und natürlich das Horn nicht vergessen. Hier kommt das Horn. Oh, die Mähne muss ein bisschen weiter nach hinten. Hier kommt das Horn hin. Und es ist wirklich ein Schleimhäufchen-Einhorn. Ich drehe es mal so ein bisschen zu euch. Ich finde, es sieht total niedlich aus. Und man erkennt, ich finde, durch das Horn erkennt man immer sofort, dass es ein Einhorn sein soll. Aber diese Knete hier fließt wirklich total schnell weg. Aber es ist wirklich super niedlich, finde ich.
Ja, ist bisher die Knete, die am schnellsten geschmolzen ist, beziehungsweise eigentlich gar nicht richtig festgehalten hat. Aber sieht aus wie ein Einhornschneemann, der komplett weggeschmolzen ist. Ich probiere es jetzt nochmal in Blau aus. Mal gucken, wie das Ergebnis da ist. Hier reinsetzen, Schleim rein, natürlich wieder gut zumachen. Der Ring gehört dazu. Und hier kommt Blau. Hochformen. Und dann kommt hier oben die Mähne hin, hier unten der Schweif, dann die Augen. Und fertig ist das nächste Einhorn. Ich drehe es ein bisschen zu euch. Hier seht ihr es. Es ist so witzig. Und ihr seht auch, dieses Einhorn löst sich schnell auf, wird immer flacher. Wirklich wie ein Schneemann oder ein Schneeeinhorn, was schmilzt. Der Schleim ist wirklich sehr, sehr elastisch. Es macht total viel Spaß. Und ich hoffe, euch hat das Video auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss! Viele von euch hatten in letzter Zeit mal wieder nach einem Schleimrezept ohne Kontaktlinsenflüssigkeit oder Kleber gefragt. Und ich dachte, ich zeige euch einfach nochmal die Variante mit Duschgel und Speisestärke. Super einfach. Zusätzlich braucht ihr noch ein bisschen Öl. Ich benutze hier Babyöl. Ihr könnt aber auch andere Öle benutzen. Und bei mir kommt noch ein bisschen Lebensmittelfarbe rein. In diesem Fall in Pink und Glitzer. Ich will nämlich versuchen, nochmal so ein bisschen Einhornkacke-Knete selber zu machen. Seht ihr hier diese intelligente Knete? Und die ist wirklich mega hübsch, super glitzernd und richtig, richtig schön pink. Und ja, ich würde sagen, ich starte direkt mal. Ich fange direkt mit einer schönen Ladung Duschgel an. Ich habe hier dieses Raspberry Kiss und davon gebe ich eine schöne Portion hier in meine Schüssel rein. Das ist schon rosa, aber wenn ich gleich die Speisestärke dazu gebe, die ist natürlich weiß, wird das Ganze sehr viel heller. Daher die Lebensmittelfarbe. Da kommt jetzt gerade nichts mehr raus. Und ich klebe direkt mal ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu. Da reicht von diesem intensiven Gel wirklich ein bisschen. Direkt einrühren und es wird ganz, ganz schnell richtig pink. Dann kommt auch schon Glitzer dazu. Richtig viel Blau und Lila. Einrühren. Und jetzt gebe ich ungefähr die gleiche Menge Speisestärke dazu. Im nächsten Schritt kommt ein bisschen Öl dazu. Und dann nochmal Speisestärke. Wenn es dann so ein bisschen krümelig wird, wie bei mir hier, gebe ich noch ein bisschen Öl dazu. Einfach ein paar Tropfen. Und einrühren. Nehme die pinke Mischung jetzt einmal hier raus und knete sie mit den Fingern zusammen. Bei mir ist es jetzt noch ein bisschen trocken, deswegen kommt noch ein Schuss Öl dazu.
Und hier habe ich jetzt die fertige Knete, den fertigen Schleim. Wirklich richtig cool, lässt sich wunderbar ziehen und kneten, fühlt sich richtig schön weich an und er glitzert richtig cool. Das Beste ist natürlich, man kann sich damit auch die Hände waschen. Der Glitzer wird dann natürlich direkt mit abgewaschen wieder und er riecht richtig schön nach Himbeeren. Also, ich würde sagen, richtig coole Einhornkacke ist das Ganze geworden. Rosa, glitzernd und richtig schön knetbar. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Klo. Tschüss! Ich habe hier Peel-Off-Maske, dann habe ich hier Kontaktlinsenflüssigkeit und ein bisschen Kaisernatron. Da werde ich gleich super coolen Schleim rausmachen. Und dann werde ich testen, was passiert, wenn ich das Ganze mit 3D-Clay mische. Der ist pink, die Peel-Off-Maske ist blau. Also das Ergebnis sieht bestimmt super schön aus. Und als erstes bereite ich jetzt einmal den Schleim vor. Dafür schneide ich hier die Peel-Off-Maske einmal auf. Und gebe den Schleim hier in eine kleine Schüssel hinein. Beziehungsweise die Maske natürlich erstmal. Schleim wird es gleich erst. Aber ihr seht, es ist jetzt schon schleimig, aber natürlich auch noch sehr klebrig. Und um das Klebrige wegzubekommen, gebe ich jetzt ein bisschen Kaisernatron dazu. Nur eine kleine Prise, das reicht schon. Und dann Kontaktlinsenflüssigkeit. Einen guten Spritzer. Und alles gut durchrühren. Ihr seht schon, das Ganze ist jetzt zu einer Masse geworden, die nicht mehr am Glas hält, sondern eher hier an dem Stöckchen. Und ich knete sie jetzt mit den Händen weiter durch. Und auch hier ist es nach kurzer Zeit so, dass es dann nicht mehr an meinen Fingern klebt. Ich kann alle Reste sogar mit dem Schleim absammeln, sondern dass ich richtig coolen, elastischen Schleim habe, den ich ganz sauber in meinen Fingern halten kann. Und diesen Schleim mische ich jetzt mit dem 3D-Clay. So, hier habe ich den Clay. Das ist selbst aushärtende Knetmasse, also die lässt sich in jede beliebige Form kneten und dann kann man sie aushärten lassen und sie hält dann die Form. Also sehr interessant, wie sich das Ganze hier jetzt mit dem Schleim zusammen verhält. Ein sehr, sehr schöner Farbkontrast und ich arbeite das Ganze jetzt mal zusammen. Ihr seht, ich ziehe es immer wieder auseinander und falte es wieder zusammen. Drehe ich es mal ein und es sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Und wieder auseinanderziehen und wieder zusammenlegen. Es mischt sich immer weiter. Und es hat auch eine richtig coole Struktur. Lässt sich richtig schön stretchen. Und es bilden sich auch Blasen. Man kann die Mischung auch reißen. Also richtig coole Eigenschaften.
und inzwischen ist das Blau tatsächlich komplett verschwunden. Ich habe hier jetzt noch einen Pinkton, einen Rosaton, der etwas dunkler ist. Hier seht ihr als das Original. Aber trotzdem noch eine richtig schöne Farbe. Und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn ich jetzt diese Form hier trocknen lasse. Ich ziehe es mal so ein bisschen zusammen. Und forme daraus dann gleich mal einen Ball. Ihr seht ganz viele kleine Bläschen drin, die knallen. Und diese Kugel lasse ich jetzt mal aushärten. Ich bin gespannt, wie lange das Ganze dauert. Und ich halte euch darüber natürlich auf dem Laufenden. Also es gibt von diesem Video bestimmt noch eine Fortsetzung. Ihr seht gerade, es ist auch ein cooler Flummi. Also richtig coole Springknete. Ich bin gespannt, wie es sich verhält, wenn es dann ausgehärtet ist. Und ich hoffe, euch hat das kleine Experiment bisher gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Dude Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss! Ich habe hier wieder ein Set von So Slime DIY und zwar ist das für Cosmic Slime, also für Schleim mit Galaxy Effekt. Dafür ist hier Blau dabei, Pink, Glitzersternchen in Silber, total cool und auch pinker Glitzer. Das ist der Schleim, den man einfach nur mit Wasser anrühren muss, super einfach. Also es wird gemixt, dann wird geshaked und dann hat man Schleim. Und ich teste das heute mal ohne den Becher. Ich werde den Becher nur zum Wasserabmessen benutzen. Und ich werde das hier in der durchsichtigen Kugel machen. Und ich hoffe, dass man dabei sehr schöne Effekte sehen kann. Die Kugel kann man hier einfach auseinanderdrücken und vorsichtig wieder zusammensetzen. Ich hoffe, sie ist dicht genug, dass nicht alles rausläuft. Sonst habe ich hier eine große Schweinerei auf dem Tisch. Also ich bin sehr gespannt. Und als erstes mische ich die Zutaten zusammen. Hier kommt schon mal das blaue Pulver. Vielleicht habt ihr ja schon meine anderen Videos mit So Slime gesehen. Super schönen Schleim kann man damit machen. Einfach mal reinschauen. So, hier kommt die erste Ladung Pulver. Ich gebe jetzt schon mal Wasser drauf. Nicht, dass es zu viel ist und ich nicht beide Farben reinbekomme. Dann mache ich es nacheinander. So, hier kommt Wasser dazu. Und ich versuche mein Glück einfach mal. Ich gebe jetzt noch das zweite Pulver dazu. Und dann muss ja eigentlich nochmal die gleiche Menge an Wasser dazu. So, ich habe jetzt so viel Wasser reingegossen, wie ging. Und ich mache es jetzt mal schnell zu, bevor es mir überläuft. Gut zuhalten. Und ich fange jetzt mal an zu schütteln. Es läuft nichts raus. Den Glitzer gebe ich später dazu. Und wenn alles gut vermischt ist, muss man noch ein paar Minuten warten, bis der Schleim dann tatsächlich fertig ist. Nach 5 Minuten des Wartens öffne ich jetzt die Kugel mal wieder und es ist wirklich richtig cooler Schleim geworden. Er ist noch ein bisschen klebrig, also ich hätte tatsächlich noch ein bisschen weniger Wasser nehmen können, aber eine richtig große Menge Glibber. Oh, ich glaube, ich muss sogar noch ein bisschen weiter durchkneten. Hier unten sehe ich gerade, haben sich doch noch so ein paar Sachen abgesetzt. Wenn sich natürlich nicht die gesamte Menge des Pulvers gelöst hat, ist es auch klar, warum der Schleim noch ein bisschen zu glibberig ist. Ich versuche die mal zu zerdrücken
und hier auch noch gut drin zu verteilen. Klümpchen sind natürlich nicht so gut. Und nach ein paar Minuten richtig gutem Durchkneten hat der Schleim wirklich die perfekte Konsistenz. Ihr seht, er klebt so gut wie gar nicht mehr an den Fingern, ist aber mega schleimig und hat so ein schönes Hellblau jetzt als Farbe angenommen. Eben war er noch so ein Tucken dunkler. Ich denke, es ist ein bisschen Luft reingeknetet worden. Und jetzt kommt natürlich der Glitzer und die Sternchen dazu. Und der Schleim sieht erstmal mega schön aus, fühlt sich super gut an und er hält auch den Glitzer und die Sternchen richtig gut fest. Also ein hervorragend gelungenes Schleimexperiment hier in der Kugel. Ich gebe ihn jetzt nochmal hier rein. Er füllt die Kugel jetzt momentan so halb aus. Und natürlich auch eine coole Art, Schleim aufzubewahren in solchen Kugeln. Die sind eigentlich, denke ich mal, für Weihnachten gedacht oder natürlich, um Badekugeln zu machen. Also eine richtig coole Schleimidee und ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Klo. Tschüss! Ich habe ja letzte Woche 5 Sorten Schleim gemixt und mein Ergebnis hier in die Box hineingetan. Ich war ja total begeistert und ich schaue jetzt mal. Die Konsistenz ist immer noch so cool. Also es fühlt sich an wie super fluffige Knete. Lässt sich sehr, sehr schön hin und her bewegen und hat wirklich eine ganz, ganz tolle, fluffige Konsistenz. Wenn ihr sehen möchtet, was ich alles zusammengemischt habe, um dieses Ergebnis zu bekommen, schaut auf jeden Fall nochmal in das Video von der letzten Woche. Es ist auf jeden Fall Formclay dabei, das seht ihr schon an den Kügelchen. Man kann sie auch wunderbar stretchen und ich zeige euch auch, man kann sie auch zerreißen. Also sehr, ja, geht schon sehr stark in die Richtung intelligente Knete und ein richtig tolles Anti-Stress-Spielzeug, was sich sehr, sehr schön an den Händen anfühlt. Und ihr seht schon, im Hintergrund warten neue Schleim- und Knetesorten auf mich. Ich teste das Ganze nämlich jetzt nochmal in Blau, in ein bisschen anderer Variation. Also ich habe mir ein paar andere Sorten dieses Mal rausgesucht, aber alles in Blau und hellem Türkis hier. Also, von dieser hier bin ich schon mal sehr, sehr begeistert. Alles natürlich immer schön luftdicht verpackt aufbewahren. Die kommt einmal zur Seite. Und ich zeig euch, was ich hier habe. Ich habe hier Fluffy Slime aus diesem kleinen Beutelchen. Da habe ich ja, ich glaube, insgesamt 36 Stück von gehabt. In allen möglichen verschiedenen Farben. Das ist selbst aushärtende Knete, aber super fluffig. Geht ein bisschen schwer raus hier, aber ich stülpe es einmal komplett um und dann löst sie sich auch nach und nach ab. So, hier ist sie. Richtig schön fluffig und ihr seht, sie zerreißt auch ganz samtig. Dann habe ich hier den ganz klassischen Silclay. In einem wunderschönen, ganz, ganz hellen Blau, so einem Wolkenhimmel, so einer Wolkenhimmelfarbe. Sehr, sehr schön. Da nehme ich auch ein bisschen was von. Ich nehme ja immer ungefähr gleiche Teile. Okay, ein bisschen mehr. Das passt so von der Menge gut zusammen. Dann habe ich hier wieder Macaron-Schleim. Der ist super cool. Richtig schön blau. Und ein bisschen durchsichtig. Und reißt natürlich auch.
Gerade hat er mich sehr an Glas erinnert. Fasst sich auch kalt an, im Gegensatz zu den anderen beiden, und ein bisschen nass. Mal schauen, wie viel ich davon brauche. Ungefähr so viel, ungefähr die Hälfte. Die beiden hier wollten schon aneinander kleben. Die andere Hälfte kommt wieder rein. Dann habe ich hier sowas in der... ich habe hier Formclay, aber mit Glitzer. Den muss ich einmal öffnen. Also nicht mit Glitzer, sondern mit Metallic. Ich hoffe, dass der dem Schleim oder meiner Knete einen super schönen Glanz gibt. Weil Glitzer habe ich nämlich diese Woche nicht dabei. Hier ist der Anteil. Und dann kommt was ganz Neues dazu, nämlich Mad Hatter Knete. Die fließt richtig. Auch ein super cooles Anti-Stress-Spielzeug. Mega fluffig, seht ihr hier. Und hält, wenn man sie zusammenpresst, richtig fest und stabil zusammen. Super cool. Und davon kommt auch ein Teil dabei. Also, ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis gleich aussehen wird. Das sind die 5, die mit reinkommen. Silclay, Formclay, dann Fluffy Slime, selbst aushärtende Knete, Macaron Slime, durchsichtig, und Mad Hatter Knete. Alles in Blau oder Türkis, und los geht's. Ich pack sie alle mal hier aneinander. Da sind sie. Und jetzt werden sie zusammengedrückt. So, zusammendrücken, auseinanderziehen. Sieht richtig cool aus. Es macht unglaublich viel Spaß, sie auch zu mischen. Die Konsistenzen sind eben total unterschiedlich. Es entstehen immer neue Schichten, die dann auseinanderreißen. Wieder zusammendrücken und wieder auseinanderziehen. Hier fallen auch schon so Krümelchen raus. Und nach bekommt es dann doch eine einheitliche Konsistenz und Farbe. Sind so ein bisschen Metallic-Elemente noch zu erkennen, so ein leichter Glanz. Alles einfügen. Es reißt nicht mehr so stark. Wird viel samtiger an den Händen. Und hat einen sehr, sehr schönen Blauton angenommen. Richtig cool. Sehr, sehr schöner Schleim oder Knete, je nachdem, wie man möchte. Also auch eine richtig coole Mischung. Schau mal, wie schnell das... man kann es auch zerreißen. Muss nur schnell genug sein. Also auch hiermit macht es richtig viel Spaß zu spielen. Es lässt sich wunderbar kneten, formen und ja, in Form bringen. Es fasst sich sehr, sehr schön an. Super schöne Struktur. Und ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Ich werde jetzt diese Mischung hier wieder luftdicht verpacken in einer leeren Silclay-Dose hier. Und davon zeige ich euch natürlich auch nochmal ein Update. Ich bin sehr gespannt, ob sich das Ganze über Zeit nochmal verändert. Ja, wenn ihr das Update auf keinen Fall verpassen möchtet, abonniert doch einfach unseren Kanal, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Klo. Tschüss! Heute wird Schleim gemacht. Es gibt Halloween-Schleim in Grün und Orange, und da hinein kommen ganz viele Glubschi-Augen hier. Ja, ich mache das Ganze auf Klebebasis. Ich habe hier eine Packung Uhu-Bastelkleber. Dann Kontaktlinsenflüssigkeit habe ich hier. Die bekommt ihr zum Beispiel bei Rossmann.
Und dann kommt noch Schaum dazu. Das Ganze wird ganz schön fluffig. Das mit, das kommt vom Bilou. Und dann brauche ich noch eine weitere Zutat. Das ist nämlich Kaisernatron. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich ziehe mir gleich einmal die Handschuhe an, wenn es ums Färben geht. Ihr seht, ich habe hier schon einen grünen Zeigefinger bekommen. Ich habe hier an die Flasche gefasst, an das Döschen und direkt war mein Finger grün. Deswegen Handschuhe anziehen, wenn es wirklich um die intensiven Farben geht. Die färben sehr stark. Wenn sie dann erstmal im Schleim drin sind, ist das Ganze kein Problem mehr. Aber wenn man sie einarbeitet, ist das Ganze schon ziemlich stark. So, als erstes brauche ich erstmal eine Schüssel. Den Schleim teile ich gleich auf, bevor er dann gefärbt wird. Und der Kleber kommt hier in die Schüssel hinein. Das ist weißer Kleber. Alles drin. Ein bisschen war noch. Okay. Geschafft. Dann kommt das Bilou dazu. Das habe ich jetzt einfach mal reinrieseln lassen. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Da reicht wirklich ganz wenig. Und das rühre ich jetzt einmal ein. Gut mischen. Und dann den Schaum dazu geben. Da muss ich noch ein bisschen schütteln. Ungefähr die gleiche Menge wie den Kleber. Und ich glaube, mein Bilou ist auch inzwischen langsam leer. Und auch einrühren. Wenn alles gut gemischt ist, kommt die Kontaktlinsenflüssigkeit dazu und der richtig spannende Moment, wenn das Ganze dann zu Schleim wird. So, einen guten Spritzer reingeben und rühren, 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 rühren. Und jetzt wird das Ganze fest und schleimig. Sehr, sehr cool. Momentan noch weiß. Ich teile es jetzt auf. Hälfte hier rein. Und dann gebe ich die Lebensmittelfarbe dazu und knete dann beides einzeln durch. Dann Handschuhe an und los geht's mit dem Kneten. Ich mache das Ganze hier parallel.
hier seht ihr jetzt zweimal Fluffy Halloween Schleim in Grün und Orange. Zu dem Orange habe ich noch ein bisschen mehr Rot dazugegeben jetzt. Und ja, an meinen Fingern ist dann doch noch ein bisschen was dran gekommen. Das Grün von meinem Zeigefinger hat sich ein bisschen verteilt. Aber sie sind beide richtig cool geworden. Und jetzt kommen die Augen dazu. Bisschen schwer vom Tisch hochzunehmen. Hier kommen erstmal ganz viele Lilane rein. Und in den Orangenen, die Grünen, die Roten. Total witzig. Das Ganze ist wirklich richtig schön fluffig. Man kann ziehen und verteilen. Und natürlich auch cool, um an Halloween jemanden zu erschrecken. Wow. Mega schleimig. Ja, da ist ein Stückchen abgefallen. Also man kann ihn auch zerreißen, wie intelligente Knete. Und so verschwinden die Augen dann auch hin und wieder und kommen dann wieder zum Vorschein. Da seht ihr zum Beispiel eins. Der Schleim bleibt nicht an den Augen hängen, also sie werden nicht schmutzig und man kann nachher natürlich, wenn man sie wieder raussucht, natürlich noch weiter mit ihnen basteln und Sachen damit verzieren. Also total cool und ein richtig schönes Halloween-DIY. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!